Stopp! Nochmal zurück. Was waren die ISO-Highlights 2016? Willkommen in der ISO-Geschäftsstelle. Seit über 30 Jahren macht ISO Kinder-, Jugend- und Erziehungshilfe möglich. Hier seht ihr Matthias Gensner, den Geschäftsführer von ISO. In Bamberg und den umliegenden Städten und Gemeinden werden zahlreiche Projekte verwirklicht. Ob gemeindliche, familienorientierte, schulische oder städtische Sozialarbeit, ISO bietet viel Raum für Veranstaltungen, Ideen und Angebote. Die neuen Räumlichkeiten im Untergeschoss ermöglichen Platz für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, produktive Teamsitzungen und eine angenehme Büroatmosphäre. In den letzten 10 Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl verzehnfacht. Bei ISO arbeiten im Jahr 2016 ca. 170 Menschen. Auch im Jahr 2016 fanden vielfältige und kreative Angebote in den unterschiedlichen Bereichen statt. Die Projekte FAMOS und Project X bieten Eltern, Kindern und Jugendlichen Hilfe im Alltag. Das Highlight der heilpädagogischen Wohngruppe Crossover war auch in diesem Jahr die Pfingstfreizeit. Diesmal ging es zum Wandern nach Wildschönau in Österreich. Neu ist das Projekt Jetzt – Chancen für Beschäftigung, das in den Stadtteilen Starkenfeld und Gereuth Hochgericht ein individuelles Coaching ermöglicht. Ziel ist die Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Circa 208.000 Kilometer fahren ISO-Mitarbeiter im Jahr, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen, in diesem Fall zur OGS nach Forchheim. An 10 verschiedenen Schulen ist ISO als Partner an einem offenen Ganztagesschulangebot beteiligt. Je nach Schule kann ein Betreuungsangebot bis 18 Uhr wahrgenommen werden. Kinder und Jugendliche, wie hier an der Ritter von Treteur-Schule in Forchheim, essen gemeinsam, spielen, basteln oder vertreiben sich die Mittagszeit mit Sport. Zudem erhalten sie individuelle Hilfe und Unterstützung bei den Hausaufgaben. Chillen, gemeinsam Zeit mit Freunden verbringen, feiern, tanzen oder an Aktionen teilnehmen. Das ermöglichen 27 offene Jugendtreffs in Bamberg und den umliegenden Gemeinden. Spaß und Action stehen im Vordergrund und werden durch unterschiedliche Projekte wie beispielsweise Kochen, Filmabende oder kleine Turniere gefördert. Tischkicker-Profis werden wie am Fließband ausgebildet. Bis zu 3000 Kinder und Jugendliche erreicht ISO mit seinen Angeboten. Ein Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche ist der Jugendtreff Ost, welcher im Jahr 2017 in der Nähe der Blauen Schule seine neuen Räumlichkeiten bezieht. Musik und Medien spielen im Alltag der Jugendlichen eine große Rolle. Das Projekt Bamberg im Takt gibt Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund eine Plattform. Ausgezeichnet wurde es 2016 mit dem Integrationspreis. Im Jugendzentrum Bamberg kann an zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen werden. Ob Konzerte, Essen für alle, Künstlergruppe Freigeist oder Sportangebote, hier ist immer etwas los. Im Jugendförderzentrum Basketball können sich Kinder und Jugendliche neben den offenen Treffzeiten regelmäßig beim Projekt Basketball auspowern. Wir freuen uns gemeinsam mit euch auf das Jahr 2017 und viele tolle Projekte.